Hallihallo und wunderschönen guten Tag. Hallo YouTube. Falls ihr das hier seht, dann ist mein Kultisten dran halbwegs geglückt und halbwegs stabil geworden. Wir werden heute einen neuen Run starten, weil wir ja, wie ihr wisst, ist mein Battle Brothers Run, mein letzter, fertig. Das mehr oder weniger ein normaler Run war. Keine besonderen Bedingungen. Und damit ich das nicht einfach nochmal mache, dachte ich mir, wir machen einen neuen Run als Kultist. Also wir starten hier mit den Duff-Cool-Kultisten, was deutlich schwieriger ist. Und ich habe letzte Woche in meinem Stream schon ein paar Versuche gemacht und bin ziemlich auf die Nase gefallen. Unter anderem, vor allen Dingen, der Grund dafür war, dass ich versucht habe, im Norden zu spielen, wo selbst die einfachsten Barbaren relativ schnell Sachen werfen. Und die Kultisten haben einfach nicht so viel Range-Defense oder generell Schwierigkeiten mit Range und kriegen aber selber keine Option, dass sie viel Range kriegen. Deswegen werden wir das nicht versuchen. Wir werden jetzt ein paar Tries machen, einen guten Seed zu kriegen. Achso, wir hatten einen Run, den wir dann ein bisschen versucht haben, wo wir aber von den drei oder vier Stadtcharakteren hatten zwei Asthmatiker, was ich dann gemerkt habe, wo die Kämpfe länger gingen, dass es einfach nicht geht. Die konnten einfach nicht mehr angreifen und dann nach hinten raus haben mich einzelne Gegner einfach komplett gewiped, weil keiner mehr angreifen konnte. Genau, deswegen, wir werden jetzt ein paar Tries machen, einen ordentlichen Seed zu kriegen. Ziel ist es, einen Seed zu kriegen, wo wir ein paar Städte, in denen wir Missionen machen dürfen, relativ nah beieinander haben. Und das vor allen Dingen, wenn man im mittleren Breitengrad ist, ich will einen guten Start haben. Gib mir, komm, please. Sieht okayisch aus in der Mitte hier. Geht ganz gut geklumpt. So, Max Fatigue und Fatalities, das ist schon mal gut. Gute HP, schlechter Skill, okay. Aber gute Base Defense, gute Fatigue, Max Roll Fatigue und nochmal plus 10 Fatigue, das ist sehr, sehr geil. Der wäre dann wahrscheinlich ein guter Battleforge mit den Base Stats einfach und den HP. Resolve ist nicht so gut, Inni ist aber okay. Ja, das ist schon mal, den würde ich auf jeden Fall nehmen. Als Tank in Zukunft. Iron Lungs und Strong. Yo, what? Und Max Roll Fatigue nochmal und gute HP. Und das wird ein Nimble. Er gibt gute HP und kriegt gute Defense. Und hat noch einen guten Melee Skill zum Start. Also, jetzt haben wir schon mal zwei von drei, die insane aussehen. Extra Melee Defense. Nice. Und kriegt noch, okay, der macht nicht so viel Damage, aber dann wäre er wahrscheinlich ein Overwhelm-Charakter potenziell. Dann müssen wir ihn aber, oder Backliner vielleicht. Wobei dann ist die Defense ein bisschen wasted, wenn man Backline lassen. Also, Average, HP, Resolve, okay. Kriegt immer plus 5, wir müssen immer 5 abziehen. Jeder unserer Stadtcharaktere hat plus 5, wir haben übrigens 4. Inni ist okay, Melee Skill wird okay. Er macht halt nicht so viel Damage, wir machen 10% weniger Damage, aber das ist, glaube ich, machbar. Es geht erstmal darum, dass wir Hauptsachen hitten. Und du hast halt auch noch mal Strong? Wir haben drei Leute mit Strong? Also nützt Gegenentwurf zu gerade eben, wo wir eigentlich 8 useless hier. Zwei richtig, richtig geile, weil das ist gegen sowas wie Zombies ultra gut, weil Fatalities bedeutet, sie können nicht wieder aufstehen, weil normalerweise den Kopf smasht oder abtrennt oder sonst was. Dass wir ihnen zum Beispiel hier das Scamax geben, würde er jedes Mal Kopf ab. Kopf ab, Kopf ab, Kopf ab, Kopf ab, Kopf ab. Ne? Das ist unfassbar geil. Gegen sowas, wie gesagt. Iron Lungs, Fatigue of 4 Days und noch plus extra Fatigue. So, was ist eigentlich hier denn eine Fatigue? Fatigue ist auch okay sogar auf ihm. Und wir haben halt, bei ihm ist halt HP Low Roll. Das ist glaube ich, das Schlimmste. Den wollen wir also, wenn dann als Backliner haben. Ja. Ja. So, wen will ich jetzt auf jeden Fall behalten? Ich glaube dich. Von daher kriegst du meine beste Ausrüstung, was ich so habe. Und dann wahrscheinlich den Scamax obendrauf. Also, weil das ist nämlich hier schon eine 88er Rüstung, eine 30er. Du hast halt fast keinen. Ja, dich nehme als Backliner erstmal, deswegen bleibst du auch fast nackt. Wir müssen auch gleich die Leute benennen. So, Fatalities. Ja, du, Fatalities kannst du jetzt noch nicht machen, weil wir haben keine passende Waffe dafür. Außer wir würden ihm das hier geben, aber dafür finde ich seinen Skill ein bisschen niedrig.
Einfach mal so. Wir müssen gleich noch Sachen kaufen, also ein bisschen Ausrüstung, ein bisschen neue Leute, die unsere Bros hier ein bisschen beschützen. Ja, wir haben halt nur noch so eine Waffe. Es ist halt blöd, eine Zweihandwaffe mit minus 10% Damage zu geben. Das ist echt nicht so smart. So, und du bist halt wirklich tatsächlich noch nackt. So, wo waren wir? Da unten waren wir. Achso, benennen. Der ist kein Butcher. Von daher, wir machen hier überall mal Kultisten, weil wir müssen dann in den Events wissen, wen wir haben. So, dann bist du Sono, the Cultist. Du bist Ben, the Leader. Das ist eine Ausnahme. Hier mache ich auch the Cultist. Upp. Nehmen wir hier Xan rein. Wie gesagt, wir werden gleich noch andere Ausrüstung machen. Und du bist dann... nehmen wir Xedi rein. Der ist auch Kultist. Ja, wir müssen die Zuordnung haben, damit wir dann ein bisschen Bescheid wissen in Events wegen Opfern und so. Na? Achso, jetzt haben wir noch gar nicht geguckt. Also wir werden es auf jeden Fall spielen. Ich speichere jetzt schon mal die Kampagne. Safe. Safe. Altest. Stream. So, genau, wir wollten jetzt gerade noch die Handelsgüter Fishing Huts. Hier gibt es Amber Collectors. Workshop, Amber, Herbalist Grove. Da kann man also gute Heilsachen kaufen. Workshop ist ganz nett. Nochmal Herbalist Grove. Okay, Gold Pens. Das, weiß ich gerade nicht, ob das ein Workshop ist. Ist das ein Workshop? Sieht doch ein Workshop aus, oder? Ja. Sieht mir jetzt relativ ähnlich aus. Das könnte ein Workshop sein. Arrowmakers Shed. Da Ruins, da weiß ich nicht genau. Hier unten gibt es, glaube ich, immer was zum Traden. Ich glaube, die Süd haben immer Trade Goods. Immer ein paar. Yes, yes. Die haben drei unterschiedliche in der Stadt. What the fuck? Ja, okay, und du, dich werden wir halt ignorieren, ne? Also, ja. Da ist nicht mal einen Hafen. Also, wir müssten irgendwie hier über. Mit dem, ohne Weg. Nee. Alles, was hierhin geht, wird eine Katastrophe. Genau, was haben wir hier? Arrowmakers Shed. Barracks, nice. Barracks direkt wieder zur Verfügung. Die haben wir. Da ist gar nichts drin. Ruins, das ist, glaube ich, nur was zum Essen. Da haben wir Wolle als Handelsgut. Hier haben wir wieder Gems als Handelsgut. Torf als Handelsgut. Ja, das sieht auch wieder ganz gut. Nochmal Torf als Handelsgut. Und eine Burg daneben, wo man es dann relativ schnell verkaufen kann. Das sieht. Let's go. Let's go. Ich hätte gern andere Waffen. Auf jeden Fall hätte ich gerne das hier. Und einen Speer wahrscheinlich auch. Und das sieht sogar relativ günstig aus hier direkt zum Start. Holy shit. Weil du zum Beispiel so. Speer. Wobei wir könnten das wahrscheinlich mal so machen. Wir wollen ja dich haben dann. So, achso, Moment. Und wir geben unser Backline übrigens noch das hier mit. Zack. Also das Harte werden wir vielleicht auch neu laden müssen, ist am Anfang sich aufzubauen. Nehmen wir die Amber Collection nicht mit. Wir haben halt echt wenig, ne? Was für. Wir haben jede Menge 20er Rüstungen, ne? Ja, die sind instant down. Wir haben auf 35er ist nicht so viel besser, auch wenn das über 50% mehr ist, aber das ist halt nicht so viel besser. Hier noch einen Buckler, ist besser als nix, für dich zum Beispiel. Gibt immer noch plus 10. Wenn wir eh noch Hände frei haben, könnten wir noch ein Wurfnetz nehmen, für dich zum Beispiel. Oder für den Backliner. Wie weit kann man das werfen? Range of 3 Tiles. Dann hier, zack. Kriegst du das Wurfnetz. Jetzt brauchen wir vielleicht noch ein paar Leute. Puff. Du bist billig. Ah ja. Und du bist billig. Hier auf Ande, das ist mir ja wurscht. So, was haben wir jetzt denn hier gekommen? Oh, du bist gierig, du Sau.
Ja. HP ist okay. Fatigue ist nice. Resolve ist okay. Ini ist nice. Skill ist okay. Defense, ja. Let's try, ob du das hinkriegst. So, Moment. Und der Battler hat okayische HP. Fatigue ist low rolled mit Stern drauf. Also der ist einfach nur ein Opfer. Wenn wir den opfern können, wäre ich so glad, weil der hat auch minimal Resolve. Der wird immer weglaufen. Also, der ist einfach forking ein Opfer. So rum. Weil du sollst ja tanken für unsere Kultisten. Du sollst ja im Zweifel tanken. Moment, du hast noch ein Netz. Dann nehmen wir dich doch noch mit. Einfach nur für das Netz. Hast du sonst noch? Und du hast auch schon eine Waffe, deswegen ist nicht. Plus 10 Resolve, das ist ganz geil. Gute HP. Fatigue, gut. Resolve. Nee. Da, dass du plus 10 kriegst, hast du nämlich einen Mini-Roll. Gute Inni. Ja. Hier, have fun. Dann bist du so der zweite Backliner. Vielleicht so rum eher. Bist du doch kein Backliner? I'm sorry. So, jetzt bräuchten wir theoretisch noch ein bisschen, glaube ich, noch zwei Waffen, zwei sinnvolle. Der hat keine Waffe und drei Hüte. Drei für den Kopf. Und er hat gar keine Waffe und mindestens zwei Waffen. Dat. Wir haben nur eine Waffe. Außer wir nehmen halt direkt einen Warfork. Die ist nämlich besser als das, ne? Aber die kostet auch 400. Ja, dann so. Kann ich das machen? Ne, das geht nicht. Okay. Kriegst du das und dann kriegst du das. So, dann musst du hier unterstützen eben. Mit 50er Skill. Ja. Und du kriegst noch was zum Pieksen. Achso, und hier. Zack. Mal, wir nehmen mal den ganzen und den noch den. Und dann hast du jetzt noch keinen Hut. So, was haben wir hier für einen Auftrag? Das ist ein guter Auftrag. Wenn er in der Nähe ist. Somewhere to the northeast. Das sollte okay sein. Du musst nur was entdecken. Einfach mal nach Nordosten laufen. Ey, abbiegen. Da haben wir es schon, guck mal. Das wäre, glaube ich, sogar einfach ein. Ne, Wiedergänger und Armored-Wiedergänger. Na, die sind nicht ganz so easy, weil sie halt wieder zurückkommen. Aber sie wären wahrscheinlich machbar mit 7 Leuten. Könnte man sie überlegen. Aber wir haben direkt mal 300 Crowns gekriegt. Noch ein Contract. Hundorf, da. Ja, kann man machen. Da müssen wir, glaube ich, nicht viel überlegen. In die Richtung wollen wir sowieso weiterlaufen. Das sind schon mal zwei gute Stadt-Contracts. Achso, wir haben hier kein Essen und kaum Tools and Supplies. Wir müssen ein bisschen aufpassen, aber das ist wieder eine gute Stadt. Oh. Dammit! Wir brauchen 16 pro Tag, also haben wir jetzt sogar noch einen ganzen Tag. Ja, dann ist nur halb so schlimm. So, wir wollen erstmal, wie gesagt, eine Mission-Spam für gute Laune. Was hat man hier für eine Mission? 360. Secure Pox Victim Graves. Ich hätte gern, glaube ich, erstmal was zum Einkaufen. So, wir brauchen auf jeden Fall was zu essen. Ja, da, dann haben wir wieder für zwei Tage. Ich hätte gern noch so ein Hütchen. Weil wir können auch hier das nehmen, das ist nicht so ganz so lächerlich. Wir brauchen auch noch ein Schild. Ja, für dich. Er hat besser als nix. Gib mal her. Dann kriegst du jetzt noch ein Schildchen und du kriegst das, damit du ein bisschen was anhast. Pox Victims Graves. Und dich hätten wir, glaube ich, gern noch. Weil du bist ein günstiger Farmhand. Weil die haben insane viel HP. Gerade am Anfang ist das halt gut, weil die dann ein Stück überleben. Der hat plus 5 Resolve und Iron Lungs nochmal. Holy! Der hat leider. Ja, leider hat er einen Range-Stern gekriegt. Der hat nicht auch Max-Roll Melee-Skill. Bam, 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 bam. Und in unfassbare Inni. What? Wieso hatten der 116? Ach nee, der Resolve. Nicht Inni. Fatigue. Unfassbare Fatigue, also. Okay.
Ja, du hast eine Waffe damit. Das ist besser als ohne Waffe, I guess. Das ist aber, glaube ich, eine bessere Wahl. Kaufen wir jetzt nochmal so einen 35, wenn wir überhaupt was haben in der Richtung. Auf einen von den Leuten, die wir gerne behalten wollen, wie dich. Du hast 49, dann so, weil du hast 57, dann kriegst du das. Hier ist ein 20er, also besser als das, was du bis jetzt hast. So, und wir brauchen noch was für dein Köpfchen und am liebsten noch ein Schild. Da haben wir noch ein Schild und was für deinen Kopf. So. Bap, bap, so. Das Iron Lungs ist ziemlich geil, wenn er ein Stunner werden würde. Würde ich sagen. Ja. Brauchen wir nicht. So, jetzt werden wir mal, damit wir uns, wie gesagt, damit wir uns nicht komplett gleich verrennen, werde ich ein bisschen speichern müssen, weil das kann halt echt übel nach hinten losgehen. Wenn wir hier am Anfang hart verlieren, haben wir ein Problem. Das gehe ich davon aus, sind Wiedergänger hoffentlich. Die sollten machbar sein. Die Netze sind, glaube ich, nicht so useful dagegen. Machen wir lieber so vielleicht. Ja. Gucken wir mal, wie das läuft. Gucken wir mal. Das ist ein Nachtsjahrer, okay. Wie viele? 6. 6 Level 1 Nachtsjahrer, gehe ich davon aus. Das sollte machbar sein. Ich kann auch nichts werfen. Dann bist du nicht der Erste und du auch nicht. Das mal so mit Sono. Nee, du sollst ein bisschen warten. Du gehst hier hin und machst den. Und du machst den. So. Und wir machen einfach einen Schritt ran. Und wir können aber jetzt den dort einfangen. Will ich aber eigentlich nicht außen rumlaufen und ich kann hier noch attacken auf die. Na dann. Ich vermute mal, dass sie hier rangehen werden mit denen hier unten. Deswegen stelle ich mich nicht noch eins näher ran. Au. Ja, schade, damit ist die Spear wohl durch. Das ist natürlich ein blödes Ergebnis. Wir warten noch mal kurz. 61. Könnten hier noch jemanden einfangen, dann können wir besser treffen. Den da zum Beispiel. 50, 40, genau, dann kriegen wir noch ein extra. Der ist noch dran irgendwann, ne? Oh, nice. Das ist schade. Das ist schade. Du hast keine... Du wirst ransteppen und ihn schlagen wollen. Kann aber noch warten mit dem. Sehr gut, da laufen schon sehr, sehr viele. Den haben wir auch down. Gucken, ob wir hier unten helfen müssen. Da ransteppen kann ich noch, aber du hast kein Schild. Geht davon aus, dass er hier hinlaufen wird. Wir waren vor ihm dran. Ne, wir bleiben da. Aua, ja, die hauen zu, wenn sie treffen. Also, es tut schon weh, wenn sie treffen, so rum. War das, was ich sagen wollte. Dann, du musst auf jeden Fall warten, damit Leute ransteppen können. Das ist schlecht. Das ist gut. Du machst nochmal einen Schritt nach vorne, dann kannst du ja nicht mehr attacken. Du läufst da unten weg, das ist sehr gut. Dann gehen wir hier hin und hauen dich. Du läufst auch weg, sehr, sehr geil. Wir haben hier keine Reichweite mehr. Dann müssen wir bis dahin gehen.
So. Schade. Also hier unten können wir stehen bleiben, weil das ungefährlich ist. Das hier oben ist der gefährliche. Das ist der einzige, der noch kämpfen will. Moment. Sehr schön, der ist gestunt, dann ist der auch ungefährlich. Nice, nice, nice. Ein bisschen ins Gesicht gekriegt, aber es geht noch. Sehr gut. Dass mein Zweihänder zweimal getroffen hat, ist unfassbar geil. Auch wenn der... Ja, 4 bis 6 Tage, das ist schlecht. Melee Defense Initiative, ja. Nee, da haben wir ein paar Leute auf die Nase gekriegt. Nicht optimal. Nicht optimal. Also wir haben jetzt relativ lange, wo die Leute heilen müssten. Das ist halt das Problem ohne Rüstung. Ich muss immer mit einem Körper heilen. Und meine Spearwall hat halt gar nicht funktioniert. Ja. Essen. Essen kaufen. Medical Supplies gibt's hier nicht sinnvoll. Doch 200, da. Dann nehmen wir auf jeden Fall noch welche mit. Was das 300 kostet, ist eine Tragödie. Brauchen wir jetzt? Wir brauchen Schilde vor allen Dingen. Und für dich wahrscheinlich einen Schild und Einhandwaffe. Ja, haben wir nicht. Tada! Und hier wollen wir auch niemanden mehr holen. Dort dürfen wir nicht. Da dürfen wir nicht. Wir müssen ein bisschen hoch durchlaufen, wenn wir jetzt eine neue Mission haben wollen. Oder wir gehen einfach mal hier hingucken. Ach, Crown Coke. Weil Wackerfeste ist auch nicht. Genau, dann gehen wir nach Crown Coke. Go. Da gibt es nämlich auch Tools and Supplies, ganz gut. Ich hätte es eigentlich gerne Aufträge, die keinen Kampf beinhalten, um meine Kronen zu verdienen, wenn das klappt. Aber mal sehen. 5 bis 11 Tools. Holy shit. Was ist das hier? Da. Follow the tracks near Crown Coke, return gold. Talisman ist super billig. Tatsächlich. Soll also sehr, sehr einfach sein. Wir bringen es mal kurz. Wenn es den Leuten gut geht. 370 nach Weißschlacht, nach Nordosten. Ein Tag nach Nordosten? Was? Sonnenwehr haben wir. Lul. Wait, what? Weißenschacht. Nordosten, ich bin auch doof. Guck nach Nordwesten. Das da, okay. Da müsste man theoretisch nicht unbedingt kämpfen. Bei einer Karawane 750, ja, das ist so teuer, da wird eine absolute Katastrophe passieren. 2 Tage nach Norden, das werden wir nicht tun wollen sollen. Ich würde aber kurz auf den Tag warten. We need Allies. Allies ist eine gute Idee. Hallihallo Deggo, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben einen neuen Run angefangen nochmal als Kultisten. Also nicht wundern, wenn es komische Events kommen. Wir haben als Duff-Kultisten gestartet. Moment, ist ja schon Tag. Und zwar, was habt ihr hier auf dem Marktplatz? Das ist immer noch ziemlich teuer. Aber ich brauche die Tools und Supplies leider. Langsam. Eine 50. Oh, ne. Hier. Das ist eine gute Rüstung, glaube ich, am Anfang. 173, dafür, dass er. Und ein Schild. Schild hätte ich auch gern. Schild hätte ich auch sehr, sehr gerne. Du warst, glaube ich, jemand, den wir... Nee, du warst niemand, den wir behalten wollen. Moment, ich muss mal kurz hier... Das ist glaube ich, nicht der... Was bist du? Taylor. Taylor ist es, nicht der Cutter. Stadtbedingungen kommen über die DLCs oder bei mir finde ich ihn nicht als Stadtmöglichkeit. Ja, diese Stadtbedingungen mit dem Kultisten kommt über die, das ist glaube ich Beastens Exploration oder sowas. Das DLC könnte sein. Ja, viel davon kommt durch DLCs, ist richtig. So, dich wollten wir nicht behalten, du bist einfach nur im Weg, deswegen kriegst du das nicht. Dich wollten wir potenziell behalten, ich glaube ich wollte vor allem dich behalten, ne? Weil du hast auch wieder, du bist erstmal ein Farmer. Wir müssen das halt wieder dran schreiben, damit wir wissen, dass die einfach nur zum Auffüllen sind. Wird wir die opfern können im Zweifel.
Du hast nicht mal Klamotten an, sehe ich gerade. Und die hätten vielleicht mal die Klamotten geben können, die wir vorhin verkauft haben. Ich will vor allem meine Kultist-Boys behalten. Du bist hier hinten. Würde ich dir mal den geben, dann kriegst du das. Und du bist noch ein Kultist in der Frontline, deswegen kriegst du das bessere Schild. Und du kriegst da auch noch ein Schild. Aber eh darüber nachgedacht, mir die DLCs noch zu holen, 64, 70 Stunden Spielzeit, sagen wir, dass das sich lohnt. Ja, da kommt vor allem noch unfassbar viel dazu tatsächlich, wenn du jetzt schon 74 Stunden beim Base Game bist. So, ich glaube, mehr Geld sollten wir erstmal nicht ausgeben. Ich würde, glaube ich, gerne den Contract machen hier, weil der sehr, sehr günstig ist. Und ich deswegen davon ausgehe, dass ich das einfach machen darf. Hey, nein, 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 nein. Hier lang laufen, bitte. Ach, damit, wir müssen doch hier außen rum. Ja, 7 Thieves sollten eigentlich machbar sein. Wenn wir doch hier komplett außen rumlaufen sollen. Sollten auch für unsere angeschlagenen Boys machbar sein, theoretisch. Minus 40% Damage inflicted. Ja, das ist, glaube ich, okay. Ja, machen wir mal so rum, weil der hat jetzt ja eine gute Rüstung. Hallihallo Xeli, guten Morgen. Es geht, wir gründen unseren Kult. Ein Kult im Mittelalter, ja, für den Blutgott. Deswegen auch dieses merkwürdige Banner. Hallihallo Xeli, wunderschönen guten Tag. Okay, Highground ist schon mal unfassbar gut. Ja, du stellst dich schon mal da oben drauf. Du gehst mal hinten rum, würde ich sagen. Du benutzt mal das hier als Deckung ein bisschen. Rankommen sollten sie noch nicht. Oh, never mind. Das ist schlecht. Das nicht wie erwartet, sagen wir mal so rum. Ups. Ups, I guess. Das habe ich mich komplett verschätzt. Eventuell müssen wir da kurz nochmal den Kampf neu starten. Ich habe nicht gedacht, dass sie so weit laufen können. Das hätte ich mir, glaube ich, ausrechnen können, wie weit sie laufen können. Da will ich nicht reinsteppen. Dann hätte ich doch hier auch noch Spearball machen sollen. Scheiße. Und 69 vorbei, ey. Das ist alles sehr, sehr schlecht. Wenn warum bist denn du so spät dran? Na, ist schon mal einer gestunt hier. Dass der halt mit einer Hand jetzt an unserem eigentlich Backliner dran steht, ist echt eklig. Wenn ich den wegschiebe, hat er einen Nahkampf auf den. Nachdem ich diesen Mittwoch meine Zwischenprüfung hatte und der ganze Stress weg ist, habe ich wieder Zeit für... Clap, clap, clap! Herzlichen Glückwunsch, Xeli. Hast du auch geschafft oder weißt du die Ergebnisse noch gar nicht? Gutes Gefühl? Vielleicht lieber so rumfragen. Wegschieben oder hitten? Ich glaube, der war ja eh schon dran, dann sollten wir vielleicht erstmal hitten. Mit dem hier. Die haben viele Zweihandwaffen, das gefällt mir irgendwie nicht. Gefällt mir gar nicht. Ja, der ist gestunt. Deswegen gefällt mir das gar nicht. Mit den Zweihandwäffchen. Hidden. Und hoffen, dass er stirbt. Yes, die Zweihandwaffe ist tot. Sehr gut. Komm schon. Yes. No, das ist schlecht. Er ist gleich dran und er tötet den jetzt. Beziehungsweise rennt der eh schon weg. Hau ihn kaputt! Okay, haut auf den da unten, weil der da unten in einer besseren Position ist. Schade. Oh. Der ist einer von meinen Kultischen, die würde ich gerne behalten. 51, 51 ist wurscht, lol. Achso, weil der rennt, ne? Du bist gefährlicher.
Du rennst und bist tot, sehr gut. Das ist schlecht. Sedi, du wurdest gerade K.O. geschlagen. Ah, das ist sehr schlecht. Triff keinen Kopf. Oh, er hat seinen eigenen getroffen. Das ist sehr geil. Oh, leider habe ich nicht getroffen. 61, ja, wegen Schild, ne? Das ist doch eklig. Au, wir haben Zweihandwaffen. Absolute Ekligkeit. Ja, nee, da habe ich mich komplett verschätzt am Anfang. Ich würde nochmal kurz neu laden. Ergebnisse bekomme ich offiziell in 6 Wochen. Allerdings kenne ich da, wen eine Prüfungskommission sitzt und meine Arbeit kontrolliert hat. Daher weiß ich, dass ich mit 56% durch bin. Okay. Ist nicht optimal, aber bestanden. Oh, jetzt haben die den Highground, ey. Das ist ja, da müssen wir hier zurück. Wir müssen reden erstmal. Um unseren eigenen Highground zu sichern. Weil da können wir nicht hoch. Das ist unmachbar. Die Zweihandwaffen, ey. Dass die auch beide gehittet haben mit dem ersten Angriff, ne? Das ist tragisch. Dich wollen wir auf jeden Fall hier hochstellen. Eigentlich wollen wir dich auch hier hochstellen. So, dass wir hier den schönen Highground immer haben. Ich dahin. Du vielleicht da noch einen dahinter. Kriegen die den? Ich hoffe nicht. Nee, kriegen sie nicht. So. Yes. Du bist noch dran, ne? Das heißt, wir machen hier so ein bisschen die Aufstellung. Die tauschen dann noch. Würde ich sagen. Deswegen alles im grünen Bereich. Puff. Wie stellen wir dich denn jetzt hin? Da. Da wollen wir eigentlich auch noch. Ne, da haben wir ihn dann. Das heißt, einer müsste da stehen, muss Xander stehen bleiben, dann muss er hier dicht machen. Ja, der Vollmar. So, du gehst einen zurück. Du musst warten, weil der Dude hinter dir. So. Machen wir hier Spearwolf, für den Fall, dass er jetzt rangesprintet kommt. Du stellst dich hier hin. Du. Nein, ich habe F gedrückt, das wollte ich gar nicht. F war Quatsch. Dann darf er mich nicht mehr attacken. So, dann bist du aber hier useless, weil hier steht ja schon einer. Ha! Keine Ahnung, stellst du dich mal hier oben hin. Also ich würde versuchen, mit ihm hier zu tanken und zu attacken. Nee, du musst warten, bis der dran war. Dann nehmen wir dich mal noch hier hin, hast du vielleicht ein bisschen mehr Range. Ja, oder du bleibst halt hier mit stehen und verteidigst dich, und wenn die hier hingehen, dann kriegen sie von ihm ins Gesicht, würde ich sagen. Das ist so, also ein bisschen eine KI-Trap. Ich komme eh nicht mehr weg. Guck mal, hat sich das erledigt. Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt noch nicht dein Ernst. Es sind wieder 81er, die mit 82 daneben gehen. Spiel! Stop fucking with me! So, und du musst hier den Aufgang sichern, würde ich mal sagen. Dann ich komme mal ran. Bist noch dran, oder? Geil, entwaffnet. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich habe das Gefühl, hier wird gleich katastrophal. Machen wir noch einen Step rein. Dann habe ich das Gefühl, müssen wir hier mal dicht machen, damit ihr hier nicht da hochsteppen dürft. Ha! Ja, hau mit deiner Faust zu, machst ja keinen Damage. Hast sogar zweimal getroffen, ey, das ist absolute Frechheit. Ah, absolute Frechheit! So, hier können wir natürlich nach unten. Weil da haben wir bessere Chancen zu hitten. Du bleibst einfach mal. Und du stellst dich dahin, für den Fall, dass ich hier hoch wollen. Au! Alter, bergauf. Die sind bergauf am Treffen, die Schweine, ne?
Unfassbar. Komm nur auf den. 81. Haben wir schon mal einen platt. Boah, der hat nicht getroffen. Sehr gut. Der auch nicht. Au, jetzt rennt er. Das ist schlecht. Das ist schlecht. So. Und du versuchst mal den aufzuhalten. Ey, mein Schild. Ihr Schweine. Ihr Schweine. Komm nicht ran. Ich kann noch einen Step machen. Hä? Ich kann nicht zwei nach unten schlagen? No! What? Oh no. Ich dachte, das kann ich. Schlecht. Ich fühle, ich muss hier oben helfen. Oh fuck, weil er halt wegrennen will. Das war der Fischer. Aber Fischer ist ja okay, wenn der stirbt. Du bist gefährlicher. Sehr schön, den fetten gestunt. Kann er nicht zwei nach unten schlagen? Das ist schlecht, das habe ich nicht mitbedacht. Dann hätte ich mich doch hier oben aufstellen sollen und die hier hin kämpfen lassen. Jetzt habe ich hier das Problem, dass ich nicht fighten kann. Ja, eklig. Wobei, die werden hier hochsteppen, der jetzt und dann... Ja. Ja. Fachinformatik über das Jahr der ganze Prüfung zusammengefasst. Zwischenprüfung macht 20% vom Abschlussnote aus. Das heißt, ich habe mit der Zwischenprüfung 11,2% schon von meiner Abschlussnote. Abschlussprüfung macht 30% aus. Wir haben danach Fachgespräch mit 10%. Okay. Ich will eigentlich jetzt nicht angreifen. Ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass der... Ich kann diesen Fight, das ist super billig. Der Auftrag bezahlt nichts an Geld. Ich kann hier nicht so viel verlieren. Der hat gerade meinen Leader geköpft. Den ich auf jeden Fall behalten wollte. Oh Mann, das ist... Das RNG in dem Spiel ist leider ein bisschen frustrierend, ey. Und das ist mit dem Zusammenfassen, ist glaube ich sehr, sehr üblich. Wie hat das über... mit der Peitsche nicht zwei Ebenen nach unten angreifen kann, ist eine Game-Mechanik, die mir nicht gefällt. Wir könnten hier versuchen, eng zu machen und dann hier die Reihe zu nehmen. Weil hier ja wieder zu hoch wird. Dann müssen wir hier komplett rüberziehen. Dahin. Das ist halt, ich bin immer noch am Lernen im Spiel. 140 Stunden und ich bin noch am Lernen in dem Spiel. Unfassbar, ne? So, auf jeden Fall, dass sie hier rumlaufen. So, du bleibst dort. Du machst eine Spearwall, Xan. Und dich wollen wir wahrscheinlich hier hinstellen. Nächste Runde. Du hältst das dort, Kasimir. Und du machst dich dahin, dass du hier überall mit hinstechen kannst. Morgen 40 Stunden. Und morgen kommt 140 Stunden. Nicht 40, 140 und einen wunderschönen guten Morgen. Dich haben wir noch nicht erstellt. Ja, also, die kurze Prüfung, bei uns ist es tatsächlich auch so gewesen. Also bei die ganzen Studiumssachen und so, da wird auch mal alles zusammengefasst. Ich glaube, dich müssen wir noch ein Stück wegnehmen. Wir werden hier, glaube ich, dicht machen müssen. So. Spearwall. Ja, du hast halt noch kein gutes Schild, sonst hätte ich gesagt, du versuchst da dich zu verteidigen, aber. Nee. So, dann machst du dich hier hin. Ich habe das Gefühl, dass die hier gleich rein wollen. Warten alle ab, ne? In 43er einfach gehittet. Yo, cool, danke. Sehr, 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 sehr nett. Dankeschön.
Sehr cool. Nicht. Einfach ein fucking 43er-Hit. Da will ich nicht reingehen eigentlich. Deswegen warten wir nochmal ab. Was geht denn hier? Kommt alle nicht ran, ne? Ihr Schweine. Alle schon gewartet. Okay, der ist dead. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt kommt ihr hier ran, okay. Ein 27er, Mann! Ein 43er und ein 27er gegen die vorteilhafte Position. Fick dich, Spiel! Fick dich! Hardcore! Das ist nicht euer Ernst, Mann! Oh, Scheiße, ey. So, der blutet schon mal, das ist sehr geil. Der trifft leider nicht. Ich treffe halt die 52er nicht. Während der wie 27er trifft. Ja, das war einfach zweimal unter, deutlich unter 50% gegen eine bessere Position. Ja, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Du bist dran, ne? Also, holy shit, ey. Hätte ich gerne den Kopf getroffen von ihm. Sono hält uns dort den Rücken frei weiter. Ja klar. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Wenn ich jetzt hier weggehe, kommen die aber alle reingesteppt. Ich muss Xan hier weiter halten. Wir müssen hier hingehen. Sehr geil. Das wiederum. Jetzt rennt hier nämlich alles. Dann wollen wir... Aber wir können nicht so weit laufen, ne? Du bist aber noch gefährlich, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Sehr gut. Ja, haut jetzt alle ab. Ich will einfach nur den Kampf gewinnen. Ich habe jetzt einen verloren, das wäre noch okay. Stellen wir uns mal hier hin, damit wir die nächste Runde auch nicht angreifen können. Oder jetzt schon? 76, ne? Also... Wait a second. Ah, Kunibert, 76, hab 78 gerollt. Mhm, cool, danke. Yes, yes, yes. Very nice game, very nice. Hier ein High Ground? Ich glaube, ich hab dann High Ground, ne? Yes. Dann hier rum. Okay, hat keinen getroffen, das ist schon mal sehr gut. Wenn ich da hingehe, kann ich nicht zuhauen. Deswegen so. Du bist aber gestunt. Ihr rennt alle weg. Ich würde gerne noch jemanden einholen. So, dich so. So, du blutest aus. Du versuchst wegzurennen, kriegst noch einen Hit dafür. Oh, das ist schlecht. Das jetzt. Wait a second. Der ist jetzt die Wand. The Wall macht der hier. Der ist uns einfach am... Okay, da ist noch jemand. Achso, das war super dumm. Der ist ja fast tot. Warum laufe ich denn da hin? Also das ist wirklich einfach nur Dummheit von mir. Vor ihm dran? Nee, bist du nicht. Oh, scheiße. Eventuell habe ich meinen Taylor gerade gekillt. Das könnte passiert sein. Okay, erster, zwei... Oh. Na gut, jetzt habe ich aber auch zwei 59er nicht gekriegt. Das ist natürlich wieder was anderes. Eine 36er zwar auch nicht, aber whatever. Dafür habe ich dann wieder 275. Okay, ich sag nichts mehr, Spiel. Ist ja okay, du hast dich entschuldigt, ich hab's verstanden. Ja, ich hab's verstanden. Okay, jetzt rennt er, glaube ich. Den kriege ich, glaube ich, eh nicht mehr. Retreat, dann hier, it's over, weil der Gegner am Fliehen ist. Ja, also... vor allem war es auch noch der Farmer. Der Farmer, der mit der guten HP, der sau viele HP hat, aber whatever. Also, das hat ein bisschen wenig Geld gebracht, dafür war ich gefährlich, das war mit den ganzen Zweihandgegnern. Das ist sad. Das ist sehr, sehr sad. It's a sad, sad situation. Dann kriegst du aber jetzt schon mal eine andere Waffe. Tatsächlich.
Mit mir eine bessere Rüstung. Kriegst du? Kriegst du die auch? Und du musst jetzt hier vorne mit rein. Ob du willst oder nicht. Code, wie war deine Woche? Hast du auch eine Prüfung zum Fachinformatiker abgeschlossen? Also Xeli, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch, ne? Freut mich, dass das geklappt hat. Dass das so wenig gab, ist halt absolute Frechheit. Erstmal trinken. Erstmal einsaufen. Dann brauchen wir halt einen Ersatz jetzt. Moment, was bist du? Ein Flüchtling. Die haben halt keinen Resolve, wahrscheinlich auch kein HP. Grave Digger. Digger, du bist am Grave Diggen. Du bist billig. Wo habe ich denn gerade. Hey. Gerade einen Apprentice gesehen? Nee. Du bist billig, dich nehme mal mit. Kannst du was? Geil, Bloodthirsty. Was sonst so? AP, meh. Skill gut. Fatigue. Muah. Ini, ganz okay. Gut, ich habe die komplette Woche durchgestreamt nach der Arbeit, weil ich irgendwie zu süchtig nach B und R war. Was ist W und R? Das sagt mir gerade gar nicht. Ach ja, Workers and Resources. Ah, ja. Das kann ich verstehen, wenn dann Sachen anfangen zu funktionieren. Kann das, ja, klingt logisch. So, wir haben eine Ausstattung für ihn. Ja, ich hab's dann auch geschalten. Ich hab dann auch geschalten. Du hast 50er Skill. Moment, hast du einen Abzug für Skill? Nee, nur Melee Defense Abzug. Du hast 7, hast minus 40% Melee Defense. Holy shit. Ja gut. So irgendwie. Wir haben fast ein Level up. Problem ist, dass die Mission, glaube ich, Deliver Cargo nach Weißenschacht. 370 sollte eigentlich machbar sein. Da können wir, glaube ich, auch Kämpfe vermeiden. Deswegen werden wir das tun. Wir haben aber nicht mehr genug Provision. Wir brauchen Essen. Mies am Essen. 3 Tools brauchen wir noch. Das ist nicht so viel. Auf geht's nach Weißenschacht. Das kann ich wirklich sehr, sehr gut verstehen. Wobei ich das Spiel noch nie gespielt habe. Es sieht auch, ehrlich gesagt, die Grafik von Workers and Resources auf den ersten Blick ein bisschen abschreckend, weil die sieht so aus wie von 2005. Sind wir mal ehrlich. Okay, spannend, das ist kürzer als das hier. Aber wahrscheinlich ist die Spielmechanik, wie bei dem Spiel, hier ist ja auch die Grafik jetzt nicht gerade der Verkaufsschlager. Sterben, das brauchst du nicht so viel essen. Auch wahr. Aber ich will ja eigentlich nicht so viele Leute sterben lassen. Eigentlich will ich das nicht. Erwerbt es. Ich kann mich schlecht über die Grafik von dem Spiel aufregen, wenn ich Battle Brothers spiele. Das wäre irgendwie ein bisschen. Wie ist ein Zwiespalt? Hier gibt es einen Weaponsmith. Weaponsmith. Das ist aber. Der Preis ist sogar okay, aber wir haben einfach kein Geld. Damn it. Also mit so einem Fletcher, wenn wir Ranged-Sachen haben wollen würden. Gibt es hier 170er, einen Gaukler für 170. Der hat immer wenig HP, genauso ein Spieler für 120. Wir haben eine gute Initiative, ne? Und der kann sogar einen guten Defense rollen. Der Gaukler ist einfach ein schlechter Spieler, oder? Ah, nee, die Fatigue ist schlechter. Der Gaukler hat mehr Fatigue. Aber die Resolve ist aber beim Spieler höher. Bist du denn? Ach, Messenger, Entschuldigung. Das Problem ist, glaube ich, wir haben nicht mehr genug, um Leute auszustatten. Das hier hätte ich auf jeden Fall ganz gerne. Wie gesagt, ich brauche die Schilde. Ob ich will oder nicht, ich brauche jüdische Schilde für Leute, die überleben sollen. Wie dich hier. Das ist shit. Wir haben eine 55er, warum geben wir die nicht noch jemanden? Weiß nicht, du sollst gar nicht unbedingt überleben, weil du hast nur negative Trades. Du hast einen guten Trade, du kriegst jetzt die bessere Rüstung. Du sollst tendenziell eher überleben. Genau.
Tools und Supplies sind hier günstig, aber ich habe generell ein Geldproblem. Generell irgendwie alles günstig, deswegen nehme ich hier noch ein bisschen Essen mit, weil das ist viel wichtiger. Was haben wir hier für Aufträge? Follow the tracks. Oder ausliefern. Ich würde gerne, glaube ich, lieber ausliefern. Northeast. Northeast ist gerade ein. Ist da. Ja, das geht sogar. Dann würde ich auf jeden Fall den Auslieferding nehmen, weil unsere Leute sind immer noch hart angeschlagen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, zumindest einer ist noch hart angeschlagen. Deswegen noch ein bisschen entspannen. Jetzt die Frage: Nehmen wir so einen Gaukler mit? Ja. Das ist ein Gambler? Komm. Wir heiern den Gambler. Taste gekriegt. Okayischen Miliske, okayische HP, Fatigue, Mittel, Resolve, Mittel, Ini, Mittel ungefähr. Eine sehr gute Defense. Eine sehr gute Defense mit einem Stern. Das ist ganz geil eigentlich. Behältst das, weil was Besseres haben wir eh nicht. Und nicht meine Waffe für dich aktuell. Das ist natürlich doof. Wie sind denn die Preise hier so? Was bist du? 45 wert. Ja, sind die Preise, glaube ich, ganz okay. Die Sachen werde ich nicht mehr benutzen, denke ich. Wir brauchen das Geld von dem hier. Und wir wollten jetzt eine Waffe kaufen. Ja. Und ein, was für ein Kopf wäre ganz gut. Waffe und was für ein Kopf wäre ganz gut. Müssen wir mal an den Rand stellen. Du bist hier The Gravedigger. Du bist ein Grabdigger. Taylor Kultist, Leader. Siegfried. The Gambler. Witzig, mein Papa heißt Siegfried. So. Also, was für ein Kopf? Da. Und ein Wäffchen. Ja, dann die einzige sinnvolle Waffe, die wir nicht komplett reparieren müssen, ist halt hier ein Bludgeon. Warum ist denn die so fucking viel teurer als das? Okay, whatever. Hier ist deine Waffe. Und hier hast du was für den Kopf. Ja. So, und wir gehen ausliefern. Nach Dulmen. Oh. Das ist eine spannende Richtung. Ich dachte, wir so rumlaufen. Aber ja, klar, das ist wieder so ein ewiger Umweg sonst. Aber hier ist halt eigentlich echt langsam durch. Hier ist echt langsam durch. Also jetzt ein Toten, ne? Genau, der Farmer. Zwei Battles, keine Kills gemacht. War halt ein Meat Shield. Für XP sammelt auf unseren Kultisten. So, wie gesagt, das ist relativ... Spannend. Dann hier nochmal was ausgehen, wenn es den Leuten gut geht, für den Fall, dass wir jemanden opfern müssen, dass die nicht direkt wegrennen. Was suchen für 300? Not far to the southeast, somewhere around the region of Black Forest. Das hört sich gut an. Oh, wir haben... wir sind im Schwarzwald. Oh. Southeast, ne? Das ist Sumpf. Das ist ja ungünstig. Not far, wo ist denn Black Forest ist da? Und far to the south east around the region of Black Forest. Oh, during camp. Xonokaltis and Xilisokaltis, the strongest man in the outfit by some measure, are apparently undertaking some of the competition to see who's better. You watch as they carry enormous stones from one side of an utter competitive ground to the other. Then they take turns seeing how far they can throw these very stones. And then they roll the stones up a nearby hill. And then they see who can completely bury a stone the fastest. All in all, there are a lot of heavy stones being jostled about, and by the end of the festive affair, both men are completely exhausted. Even without a winner, the time-honored tradition of moving rocks around to no real end has improved the men's morale. Nice! Viel, ja, danke Xeli fürs Lurken und wie gesagt, viel Erfolg. Hellhole Crypt. Hört sich nach Wiedergängern an. Wiedergänge wären machbar, ne? Und wir sind auf, wir haben jetzt ein paar Leute. Ich probiere mal kurz.
Ich probier's, ne? Wir probieren Dinge, wir laden neu. Es sind 13 und es sind Armored. Fuck it, nope. 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 Es sind Armored-Wiedergänge und es sind 13. Nein. Einfach nein. Wir hätten. Oh doch, wir hätten hier oben vielleicht kämpfen können. Hätten wir Ultra. Aber dann hätten wir hier halt. Ne? Hätte ewig gedauert, bis dahin wären die hier komplett um uns surrounded gewesen. Nee, nee, nee. Lass mal. Die sind keine Free XP. Die kommen ja auch mal wieder und sowas. Die kriegen wir ewig nicht tot und wir haben keine gute Rüstung bis jetzt und so weiter und so fort. Das Vorteil ist, die holen uns halt nicht ein. Also wir können einfach reingucken und holen uns halt niemals ein. Wir müssen halt nur leider warten jetzt, bis wir rausgelaufen sind. Weil die laufen, glaube ich, ein Feld auf hier Waldboden, der 3 AP kostet, laufen die, glaube ich, ein Feld pro Runde. Also die kommen auch ewig nicht ran, wir haben keine Range, um die permanent zu pium pium pium, von daher lassen wir das. Ja, die stehen immer noch da rum, guck mal. Nee, dann machen wir nur unsere Mission, die wir hatten, nämlich das Ding finden. Für 300 Kronen, vollkommen in Ordnung und viel guten Willen. Weil wir wollen ja ein Friendly Relation mit einer Stadt erreichen. So, Tempel in 1 bis 4 Tagen. 90 können wir das mal heilen, dass das schneller wieder kommt. Was haben wir hier für einen Auftrag? 210 ist sehr billig. Ruined Wheat Fields. Sollten eigentlich wieder dann nur Thugs sein. 560. 2 Tage nach Südwesten zu Kronenkog. Provisions are provided und normalerweise 9 Kronen pro Kopf. Normalerweise kannst du das Fighten ein bisschen mit den ihren, mit den Leuten an sich machen. Was heißt, wir speichern vielleicht nochmal kurz. Cult Stream. Ja, der Anfang ist das Schlimmste. Das ist so. Also Kultisten, so dieses typische sonst, was man in einem Rollenspiel hat, und Magier. Du bist am Anfang einfach ein absolutes Opfer gegen so ziemlich alles, aber das, du steigerst dich dann mit den Buffs und den Events und so weiter rein. Lohnt sich halt nicht am Anfang, teure Leute zu... Oh, ein Apprentice, der kriegt nämlich 10% extra XP, hätte ich gerne. Für 150 ist auch günstig. Den hätte ich nicht so gerne, weil der ist teuer. So, was hast denn du? Apprentice, kein Trade... Gute Skill, die Range, dass die Range 3 Sterne hat, ist leider zweimal die Range-Option auf Talent, ne? Hätte das hier und hier, wäre da richtig fett. HP ist okay, Resolve, muah. Ini, nice. So. Brauchen wir nur, so, nur noch eine Waffe und was für einen Kopf für ihn. Armhand nochmal ziemlich teuer, vor allem pro Tag. 166 ist nicht so gut. Wir brauchen was für 237. Wir brauchen hier Shield. Ich glaube, ich nehme noch ein Shield mit. Und eine Waffe, haben wir gesagt. Und was für einen Kopf. Zack. Zack. Wo haben wir die guten Leute, die wir behalten wollen? Du bist zum Beispiel eigentlich einer, der ganz nice ist. Als Gravedigger mit Bloodthirsty Leute kaputt schlagen, da sehe ich dich eigentlich schon so ein bisschen. Haben wir jetzt noch einen Kultisten, der noch nicht gut ausgestattet ist? Ne, ich glaube, da haben wir alle, ne? Ja, ja, ja. Wir haben hier noch 4 kleine Schilde. Und da bist du schon der, den wir am ehesten haben wollen. Und du bist noch nicht gelevelt. Dann kriegt der Taylor das, weil er bald gelevelt ist. Kriegst du. So. So, mehr können wir uns nicht kaufen. Dann. Oh, Moment. Wir wollten hier eine Karawane machen. Accept this contract. Let's go. Wir fahren dahin. Ja. Hat die ganze Zeit nach oben. Jetzt fahren wir eine lange Reise nach unten. Sollte eigentlich noch hinkommen. Währenddessen. Repariert haben wir alles. Ja, jetzt müssen wir halt an der Rüstung arbeiten und am Level. Das ist so das Erste. Wir müssen leveln und Rüstungen uns irgendwie traden. Brigands. A few thugs, a few raiders. Die werden uns wahrscheinlich angreifen, weil die auch schon die andere Karawane angehen. Sind nur noch 4. Ich glaube, jetzt sind wir zu viele für sie mit 10 Mann. Dann werden sie uns, glaube ich, nicht angehen.
Was für mich auch vollkommen fein ist, ehrlich gesagt. Bei einem Kampf für die XP inzwischen wieder ganz nice wäre. Außerdem kriegen wir, ich glaube, 9 Kronen pro Kopf, genau. Kriegen noch minimal extra Geld für einen Fight. Aber ich glaube, wir werden wieder keinen Fight kriegen. Weil hier einfach viel zu viel los ist und hier ständig irgendwie gefightet wird. Ich bezweifle, dass hier unten noch ein Fight kommt, weil hier unten, glaube ich, wenig Banditen spawnen. In dem offenen Gebiet mit 2 Orten direkt beieinander. Und einem Watchtower noch dazu. Auch wenn das kein guter ist, aber da kommen Milizsoldaten und sowas raus. Und da haben wir einfach 560 gekriegt und unsere Ambition verfüllt. Das ist doch eigentlich auch ganz geil. Das ist doch eigentlich auch ganz geil. So, was haben wir hier? 100, über 500 Cargo nach Tunu Al-Fed, the Master Astrologer in Hakim Al-Ramut. Hakim Al-Ramut ist da drüben. Das ist echt weit weg. Da würde ich lieber nochmal hier gucken, ob hier noch eine gute Mission ist. Langsam brauche ich ja wieder eine Kampfmission, leider. Ob wir wollen oder nicht. Langsam bräuchten wir wieder eine Kampfmission. Was haben wir hier? 510. Drive of Brigands. Drive of Brigands ist, ist echt schwer, weil die halt normalerweise Fernkämpfer haben und dann hinter Deckung stehen. Deswegen ist das was, was wir, glaube ich, nicht machen wollen, schrägstrich machen können. Ja. Schade. Dann gehen wir doch wieder hier hin und nehmen wahrscheinlich die Deliver Quest an. Würde ich mal behaupten. Moment, wir haben hier oben noch. Wir können das einfach machen. Auf dem Weg zurück. Weil das haben wir entdeckt, da dürften eigentlich nicht viel drin sein. So, hier. Master Astrologers, wir müssen also dahin, aber ich will mal kurz gucken. Kann ich auch auf dem Weg dahin gehen? Einfach mal nur in die Nähe gucken. Es dürfte eigentlich, da müssten eigentlich Thugs drin sein, Diebe. Oh. Wiedergänger sind a few armored Wiedergängers. Versuchen wir das trotzdem, weil wir 10 Leute sind einfach. Die wir ordentlich hier zusammenstellen und dann let's go, würde ich sagen, oder? Let's go. Für die XP. Engage. Für die XP und den Loot. Oh, perfekt. Und wir nehmen hier den High Ground. Wir gehen hier komplett zurück für High Grounderich. Shit, da komme ich nicht hin, ne? Irgendwie dumm gelaufen, dass wir mit den Leuten nicht weit genug kommen. Da hätten wir irgendwie im Feld weitergehen können, glaube ich. So, 9 gegen 10 war sogar ein Number-Vorteil. Ich glaube, hier gehe ich nochmal eins nach oben. Wenn du hier hingehst, muss ich mit dir eigentlich irgendwie dahin gehen oder sowas. Du, ihr seid ja schon Nahkämpfer. Ja, hier wird voll. Dann gehst du mal weiter hier oben rum. Du gehst mal hier hin erstmal, Xeli. Dahin. Wie gesagt, Höhenvorteil einnehmen. Immer schön die 10% extra. Du gehst hier hinten hin. Du gehst hier drauf. Ja. Hier unten haben wir Leute. Hier oben haben wir Leute. Was machen wir jetzt mit dem Gravedigger? Irgendwo dahin mit. Also wir haben sogar den Vorteil der Zahl. Aber das ist halt bei dem nicht ganz das Gleiche. Ja, hier können wir, glaube ich, erstmal eine Weile chillen, weil die ewig nicht rankommen. Die werden auch nächste Runde nicht rankommen. Der ist entspannt, der ist entspannt. Entspannt. Ist entspannt. Gehst mal dahin. Ja, eigentlich kann ich hier, glaube ich, komplett abwarten, weil die kommen bloß bis hierhin oder sowas, diese Runde. Du gehst mal dahin, damit wir hier schön die Highground-Option nutzen können. Die sind normalerweise auch nicht sonderlich smart, die laufen einfach nur drauf zu gerade. Der ist ein bisschen gefährlich, weil er Rüstung hat. Und das sind die anderen Armored-Wiedergänger, die sind nicht wirklich, also da ist nicht viel Rüstung dran.
So. Mal so vielleicht. X-Peaks. Abwarten, abwarten. X-Peaks. Abwarten, abwarten. 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 Okay, er kommt ran. Sehr schön. Der könnte jetzt einiges kaputt pieksen da oben. Der da unten auch. Sehr geil. Schon irgendwie 3 Hits oben gemacht. Nicht direkt mit dem ersten wieder direkt down. Der läuft außen rum. Ja, okay, Gefühl, du wirst hier oben helfen müssen. Ja, du kannst halt jetzt noch nichts tun, weil hier halt gepiekst wird die ganze Zeit. Aber du kannst machen. Schön, alle. Let's go. Der ist schon mal dead. Du kannst abwarten. Dass der wiederkommt, ist ja schon wieder eine Frechheit. Das ist schon wieder eine absolute Frechheit. Bleib liegen! Hab ich gesagt. Wobei hier unten ist echt viel. Nee, du gehst doch wieder zurück. Für den Fall der Fälle, dass hier gebrochen wird, brauchen wir dich da. Ja, da ist welche gebrochen. Jetzt kommen wir alle ran. Die Schweine. Da unten nicht. Sehr geil. Warte es trotzdem mal noch ab, für den Fall, dass jemand anders ransteppt. Der hält das da. Also ich warte auf den da tatsächlich, wenn der ransteppt. Mir fast gedacht. Na super. Aber jetzt haben wir ihn mal gestunt für nächste Runde. Gerade. Aber das ist blanke Hand, deswegen... Ups, falsche Taste. Schön aufschneiden. Zack. Sehr Kopf ab, sehr geil. Dann ist er nämlich, kommt er nicht wieder. Schlank dich kaputt, weil du so schön da rumstehst. Jetzt musst du ja dran steppen, ne, weil ja, wir werden hier auch runtergehen, glaube ich. Ich meine, wir sehen ja, was hier passiert. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier nach vorne spielen. Oh, Moment. Wir wollen den da oben eigentlich zuerst kaputt machen. Weil der hat eine Waffe. Der beißt nur zu. What? Meine Reihe. So. Ja, gut. Nee, wir wollen dir hier helfen. Würde ich sagen. Und dich wollen wir erst das erste Mal kaputt hauen. Ach, dass die wiederkommen. Absolute Frechheit. So, weg mit dir. Er ist fast tot, leider nur fast. Das ist einfach komplett am raufwippen. Gegner sterben. Komm schon, yes, danke. Den kann er maximal wiederbeleben. Mehr nicht. Keine Ausdauer mehr. No, Siegfried! Die Ausdauer ist aus. Aber das meine ich mit. Wiedergänger sind eigentlich normalerweise ganz gute Gegner. Ich hoffe, ich werde es nicht gleich bezahlen müssen für diese Aussage. Ich glaube, der Wiedergänger könnte hier oben noch wiederkommen, deswegen gehe ich dahin. Alter, what? Der ist fucking Neo, Mann! Der ist fucking Neo. Du bist mal einfach Bünde da, deswegen gehen wir da hin und pieksen dich. Okay. Au! Und wir gehen da hin, pieks. Wir pieksen. Ja, da kommt wieder einer zurück, blöderweise. Okay. No happy faces. Also, falls ihr euch wundert, warum wir ransteppen, wir machen das natürlich, um bessere Hit-Chances zu kriegen.
glaube, wir haben auch keine wirklichen Verletzungen uns erlitten, oder? Diese Runde. Aber ich habe nichts gesagt. Jetzt sind die Rippen gebrochen. Ich soll doch meinen Mund halten. Mein Mund soll ich halten. Mein fucking Mund soll ich halten. Kurze Frage, ich habe vom Beginn einen Nimble Tank noch über, wirklich gut war der nie, jetzt habe ich aber noch einen weniger, was minus 10 Ini bedeutet, einfach behalten, bis der irgendwann final drauf geht oder vorher verkaufen, mein Roster würde es zulassen, ihn gehen zu lassen. Da fragst du mich Dinge. Das Problem an dem Verkauf ist, dass es arschteuer ist. Auf der anderen Seite, ihn behalten, bis er stirbt, bedeutet irgendwann Moralprobleme. Also wenn der von Beginn an und schon ein bisschen gelevelt ist, dann der ist ja nicht verkauft, sondern du musst ihm Geld bezahlen, damit er geht. Also das ist schon, das ist teuer. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde ihn wahrscheinlich eher vorne einstellen, dass er stirbt. Wir haben super viel Level-Ups, richtig gut. XP war gar nicht so gut, aber wir sind halt 10 Leute. Jetzt erstmal den Typen hier, der irgendwie, dem es nicht so gut geht. Was wollen wir denn mit dir überhaupt machen? Du bist ein Taylor. Du sollst eigentlich nur Fleisch tanken, würde ich sagen. Bisschen mehr Hitten wäre schon ganz gut. Am Anfang brauchen wir, glaube ich, die Resolve nicht und du kriegst Kolossos, damit du wieder ein bisschen mehr Fleisch tanken kannst. Xander Kultist, +3, +3, sehr gut. Du wirst ein Frontliner werden mit deinem Dings da. Deswegen auch HP skalieren und das. Und du bist, glaube ich, auch, oh, +4, +3, +3, +4, let's go, Colossus, let's go. Sono kriegt auch +3 und +3, muah, lecker. Schmecker und +4 HP. Kolossos. Ja, ich sehe hier. Ja, natürlich. Du kriegst jetzt. Dich werden wir irgendwann zum Frontliner machen müssen, damit das aussieht. Zum Battleforge Frontliner anscheinend. Wobei du hast keine. Das ist 20. Ja. Fuck you. Fuck you. Fuck you very, very well. Das. Puff. Wird aber trotzdem mehr hitten. Mehr Fatigue ist wahrscheinlich auch gut. Aber +1 will ich eigentlich nicht nehmen. Dann kriegst du halt Resolve, I guess. Und wirst irgendwann vielleicht der Bannerträger oder sowas. Mal sehen. +3 auf jeden Fall. +4 ohne Stern. Und nochmal +3 würde ich sagen. Ja, ein bisschen hitten muss ich schon. Du bist aber auch tendenziell ein Frontliner deswegen und hast gute HP. Zack. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal ein paar Level und ein paar Stats gekriegt. Können wir noch hier vorbeigucken, weil wir eh in die Richtung müssen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir jetzt nicht fighten müssen auf dem Weg. Also ich weiß nicht, wenn er schon High Level ist, würde ich ihn wahrscheinlich behalten. Und wenn er nimble ist, ist er ja vor allen Dingen dazu da, um Aufmerksamkeit der Gegner auf sich zu ziehen. Der muss ja gar nicht selber treffen oder Ini machen oder sonst was. So, du hast dann keine Overwhelm wahrscheinlich mehr, ne, wenn der minus 10 Ini hat. Ja, aber wir haben. Im Zweifel kauft er jetzt Zeit, damit deine anderen Leute den Rest killen können. Also. Ich glaube, ich würde ihn behalten. Ich glaube, ich würde ihn behalten. Training Hall. Weaponsmith. Achso, wir müssen hier. Können hier noch ein paar Sachen verteilen. Hast du noch einen Dolch zum Abstechen? Du hast schon einen. Du hast einen. 54, du kannst auch noch einen kriegen. Was haben wir hier für Verkaufspreise für die Silberware? 400. Oh, guck mal. Nehme ich doch. Hat sich das auf jeden Fall gelohnt. 250 ist, glaube ich, okay der Preis. Das nehmen wir mit. Will ich noch einen Hund? Nee, ich will hier die Rüstung haben für 250 statt dem Hund. Gib mal her. Und eine 50er Kopf ist. Rüstung ist, glaube ich, auch ziemlich gut. 125, let's go. Gib mir. Das heißt leider, dass wir unsere coole
Kultistenkutter hier ersetzen müssen. Mit Sachen. Hier, Sono kriegt auch noch einen. Bethrus. Dann haben wir dich, du kriegst auch noch was. Bethrus, du hast eine 40er. Minus Vision wollen wir dir, glaube ich, nicht geben. 55 allerdings. Hier, du kannst noch eine 55er kriegen. Du hast eine 20er, die sieht aber ein bisschen hübscher aus. Die ist aber auch für die Defense da. Er ist fast Level 15. Ja, dann ist es doch aber unfassbar teuer, ihn loszuwerden. Dann kostet sich das auch irgendwie 1300 Kronen, ihn loszuwerden. Also wäre für mich keine Option, aber ich, wenn du so viel Geld übrig hast, wäre für mich zu teuer. Das ist in 2 Tagen hin. Ich glaube, die sind halt einfach nichts wert, ne? Leider Gottes. Sind die einfach nichts wert. Verkaufen mal die davon, dann haben wir noch eine Waffe in Reserve. Ich will mal echt nicht behalten. Essen haben wir noch für 2 Tage. Der Hund ist jetzt gerade ein bisschen teuer, da brauchen wir andere Rüstungen für. Und hier noch jemanden anheuern. Für 120 könnte ich noch einen Farmhand anheuern. Brauche ich aber auch wieder. Wir hätten noch einen Kultisten, den wir anheuern könnten. Die Frage ist, wer gut ist. Habe ich jetzt ein bisschen spät gesehen. Ich habe jetzt schon keine 300 mehr übrig, würde ich sagen. Müssen wir auf Rückweg machen. Wenn wir 400 noch gekriegt haben. Ja, Inni ist natürlich, aber minus 10 Inni heißt, du kriegst irgendwie 1,5 weniger Defense. Finde ich nicht so krass. Über hätte ich das, Tag 340 oder so, da kann man sich sowas halt leisten. Ja gut, das habe ich nie gemacht. Warum laufen wir jetzt eigentlich hier lang? Das ist echt kürzer als darum. Obwohl wir da viel schneller laufen. Okay, krass Spiel. So, erzählst mir Dinge. Mitten durch die Wüste einfach. Oh. Wandering City. Many Nomads, a few Archers, a Nomad Leader. Alles klar. Hat nicht mehr pausiert. Das ist ja spannend. Warum hat es nicht pausiert, obwohl wir das entdeckt haben? Aber ja, ich habe nur bis Tag, glaube 170 oder so oder 160 gespielt mit meiner anderen Kampagne. Und jetzt bin ich halt neu angefangen. Apropos, ich habe halt einen Duffcool-Test schon privat gemacht. Da habe ich am Tag 27 hat mich eine Hexe mit einem fucking Unholden gezähmten verfolgt. Ich dachte, ich werde nicht wieder. Selbst mit Miliz als Unterstützung haben wir die Hexe mit Unhold nicht klein gekriegt. Ich habe das irgendwie 5 oder 6 Mal versucht. Das war einfach, das war disgusting. Richtig eklig. Armor. Oh, hier ist, glaube ich, alles sehr teuer, oder? 180 und es kostet 280. Ja, da sehe ich mich irgendwie nicht. Nee. Das Geld habe ich nicht. Alchemisten sind, glaube ich, auch ziemlich teuer. Ja, so ein Firepot ist schon verlockend. Ein Firepot ist schon verlockend. Tempel 1 bis 3 Tage für 90. Ja doch, das 1 bis 3 Tage, das hätte ich dann schon ganz gerne. Statt der Chains. Taxidermist können wir nicht. Armorer haben wir gerade. Was können wir hier heiren? Ein Assassin könnte man hier heiren. Moment, was bist du? Du bist ein Sklavenjäger. Oh, okay. Kann man dafür auch irgendwie? Dann haben wir hier die Indebted. Die habe ich alle keinen guten. Die sind halt einfach nur Futter, ne? Die schmeißt du einfach nur hin und. Oh, hier gibt's einen Dieb. Ich liebe Diebe. Allein für die Events, die sie dir verbessern. Weil ganz oft, wenn du so negative Events hast, und wegen du könntest überfallen werden oder so, wird der Dieb so, hey, das ist ein Überfall. Und dann kriegst du sogar noch Geld raus oder so. Das ist so geil. Will, glaube ich, einen Dieb haben. Und kann echt gute Defense rollen. Und Inni. Also, wenn der Defense, HP und Inni rollt, ist er halt ein echt guter Nimble, Early mit Nimble Tank. Und der ist billig für 210. Ist aber kein Kultist. Wir werden das Problem, dass die alle irgendwann abhauen. Wenn wir jetzt so viele holen, wir werden im nächsten Event kriegen, dass wir irgendwann opfern müssen. Und dann werden die alle abhauen. Daher will ich ihn, glaube ich, jetzt nicht mitnehmen. Wir sind schon bei 10 und wir haben nur 4 Kultisten. 6 Leute werden potenziell einfach weg sein. Ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Ja. Das ist schade. Moment, was haben wir hier für einen Auftrag? Karawane, wohin? 140 ist Tavien, Tag nach Westen. Ja, let's go. Dann brauchen wir mal kurz auf unsere
Vorräte gucken in 2 Tagen. Verkaufen das, glaube ich, noch schnell. Ja, das ist aber alles zu teuer, um hier irgendwas an Handelsgut mitzunehmen. Essen können wir hoffentlich, Reis können wir hoffentlich da auch kaufen. Moment, war hier Tools and Supplies günstig? Nee, nicht wirklich. Nein, dann raus hier. So, Battle-Standarte. Fame and Fortune, Finding the Crowns, Company, Dozen Men. Also, da könnte man tatsächlich schon fast sein. Aber das wird schwierig, weil wir werden ja demnächst welche verlieren. Wir können nur noch schnell 2 billige anheuern. Was aber irgendwie dann direkt... Da muss man 53 auf Veteranen schaffen, dauert lange. Danach will ich aber neu anfangen, das neue Wissen anzuwenden und mich nicht wieder so komplett zu verskillen und dann die DLCs zu nutzen. Ja, die DLCs drehen, glaube ich, aber nochmal ganz viel auf links. Ich glaube, ich würde die Battle-Standarte nehmen. Weil wir könnten zwar die Company of Dozen Men machen, aber ich habe Angst, dass wir jetzt demnächst dieses Opfer-Event kriegen, dann gefühlt unsere halben Truppen verlieren, dann dauert das ewig, bis wir wieder sind. Deswegen Battle-Standarte, das ist einfach nur Geld sammeln, das ist, glaube ich, verlässlicher. As you take stock of the inventory, you can't help but notice Kunibert lingering in your peripheral, sighing you finally turn to the former beggar and ask what he wants. Like the poorest of the poor, he holds a handout, asking if maybe you could spare a few crowns. Get back to work, here you go, have a few crowns. Wir haben echt, der Bettler bettelt uns an, obwohl wir ihm Arbeit geben, ist das euer Scheiß ernst? Wahrscheinlich wird er halt... Ja, das ist ein fucking Better, Alter. Geh weg zu work. You tell the beggar you will cross his hand with his sword if he doesn't get back to work. The instruction pretty much does as told. That was easier than expected, okay. Kriege ich was Positiveres, wenn ich ihm was gebe? Wenn ich ihm doch was geben soll. Ich war versucht, ihm was zu geben, aber habe ich dann doch nicht gemacht. Beim nächsten Mal, wenn wir das Event nochmal kriegen sollten, werde ich, glaube ich, ihm mal was geben und mal gucken, was passiert. Ich meine, ich glaube, viel mehr als 25 Kronen oder so wird es ja wohl nicht kosten. Ich meine, es sind so fucking Bettler. Ich würde sogar sagen, es sollten einstellige Kronen sein. Ist ja kein Oath-Taker oder sowas, der was von uns haben will. So, well supplied. Gibt's hier Rescues in the supplied? Nee, irgendwie wieder nicht. Das ist hier 220, ist ganz gut. 418 für Weihrauch? Weihrauch kann, glaube ich, richtig teuer werden. Der Weihrauch kann an die 900 kosten, wenn du es an der richtigen Stelle verkaufst. Das ist insane. Muss mal kurz auf Toilettchen. Ich lasse mal kurz einfach das die schöne Musik an. Bin wieder da. Also ich denke nicht dran, überhaupt an Werbung zu drücken. Habe ich noch nie gemacht. Und ja, bin wieder da. Mir fällt gerade ein, also so, wenn wir drüber nachdenken, wir haben zwar jede Menge Fleischschilde. Wait, was ist denn hier los? Slave Revolt. The indebted slave class of the city states have taken up arms and rise against their masters. Indebted are hard to come by. And weapons and armors have been swept from the market. Aha. Okay. Wir können es hier eine Mission geben, um die zu unterjochen. Wir haben ja jede Menge Fleischschilder. Wir können ja trotzdem die Fleischschilder auch benennen. Also, wir haben hier zwar Ben als Kultisten. Ne, wir könnten... Wie wär's denn, Code? Willst du ein Grabräuber sein, der gerne seine Leute executed? Seine Gegner. Ah, hätte ich anzubieten. Wie sieht's aus? Oder ein Spieler. Oder ein Fischer. Ein Fischer, der furchtlos ist. Oder ein Schneider, der gierig ist. Ich weiß nicht genau, wie man Ailing übersetzt. Und irgendwie lange leidlich vielleicht? Keine Ahnung. Oder hier, da haben wir es noch gar nicht. Apprentice, so wird es geschrieben, oder? Apprentice? Ja. Hätte ich noch zu vergeben. Oder kannst auch ein Bäcker sein. Hätte ich zu vergeben. Möchtest du einer sein, Code? Kann auch noch ein Dego. Was? Dego, willst du auch einer sein? Du hast natürlich gerne auch jemanden haben, wenn du möchtest. Ja, ich hätte den Grave-Digger zu vergeben. Ja, ich kann ja Leute umbenennen hier. Und ich benenne die gerne nach Leuten, die dabei sind, die zugucken. Deswegen... Wir haben hier schon jetzt, Ben bin ich, ne, bin der Anführer, logischerweise hier, ne, mit guten Trades als Kultisten. Wir haben Sono, der guckt ja auch mal wieder zu, einer meiner Subs. Wir haben Xan, das ist einer meiner Mods. Und wir haben Xeli, den haben wir ja vorhin schon gehabt, Xeli TV. Und dann haben wir noch ein paar Leute zu vergeben. Okay, du bist also ein Grabräuber, sagst du. Hier, dann bist du jetzt... Code B-L-V-E.
Wie spricht man eigentlich BLVE aus? Wie hast du dir das überlegt? Das muss ja irgendwie gehen. Man wird es ja wohl nicht buchstabenweise aussprechen, oder? Genau, und du bist halt Blue? Okay, ich hätte ein V nie als Blue gesprochen, aber okay. Jetzt weiß ich auch wieder mehr. So. Was haben wir denn hier für Quests? 300 plus 80. Beatdown the Uprise of Indebted at the Instant Dryer. Die sollten eigentlich tatsächlich relativ einfach zu besiegen sein. Weil, wie gesagt, das sind halt. Achso, die haben wir jetzt hier nicht, oder? Ja, die haben wir hier nicht. Aber das sind. Das ist die niedrigste der niedrigsten Klassen von den Leuten, die wir hier rekrutieren können. 450 für ein Paket nach Nordwesten. Hört sich eigentlich gut an. Ich würde, glaube ich, erst den Kampf nehmen. Yes, für XP. Weil das soll direkt um die Ecke sein, ne? Hier bei Weihrauch, trockener. Da. Let's go. Okay, die reden mit mir. Oh, das habe ich jetzt nicht gedacht. Michi erinnert mich an meine letzte Chance im letzten Run. Hey Deko, du hast ein bisschen durchgehalten. Mein alter Name war The Code Blue 3, hat mir nie so gefallen und Code Blue war natürlich schon vergeben und Code Blue war mir zu viele E's. Kann ich verstehen. Also muss ich mal kurz hier lesen, was hier abgeht. You find the indebted sitting amongst desert rocks and they do not rise to your arrival. Instead, one man comes to you. Despite his powerful build, you sense that he has come to barter. A diplomatic tongue bedded in all his muscle. Crownling, I figured you would come. My name is Tamit Al-Fat, the chosen leader of these freedom seekers. Insofar as the open cage is the leader of the bird who wishes to fly. You arrive to us by way of the gilded road, led by the chain of unseen gold, promises which you cannot guarantee to be kept. And it is upon these forgeries of agreement, these misunderstood arrangements, that you are to come and kill or capture us. Is that so? Holy shit! Der hat nicht eine scharfe Zunge, der hat so eine Schnitzzunge. Und wenn Worte Holz wären, der würde da Ringe mit filigranen Intarsien rausschnitzen. Holy fuck! You not. Time enough and not back. So it is. Before we commit ourselves to our agreements, ourselves to be master of our own hands and yourself slave to the mighty crown. Let me try and negotiate in a manner which you crowning will be beneficial. The many years. I am the scion to a lost family, to a lost heritage, to a lost estate. These people, these men are my family now. But from my previous life, I have something which you may find valuable. He holds up a piece of paper. Let us go and I will write upon this paper here the location of treasures, which you cannot find elsewhere. Oh, er bietet uns eine Location für ein named item an, würde ich sagen. Das... Attack us and I shall take my family final heirlooms to the grave and gas my fine blood. Okay, die Stadt ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Aber das... Not in concern with such lost riches, but with to breath the fierce fire of freedom itself glistening in my lungs, the pain preferable to the comforts of any chain. Er hat's mich aber hart versucht. Oh. Mehr oder hoffentlich free XP. Ich gehe wahrscheinlich wieder auf die Fresse, wenn ich es machen würde. Hoffentlich free XP oder eine Location mit named item drin, also mit legendären Item. Your little rebellion is about to be crushed. I agree on your term. Ich nehme das an. Wir probieren das. Ich nehme das an. Let's go. You stick your hand out. Time for sticks out. He speaks. So it is. Ja, scheiß auf die Quest. Ich will da unten ja eh nichts machen. Ich will eh weiter oben laufen. Ja, es ist so. He holds up a pencil made of rock and some black powdery rock at its tip. He points at a far away stone. As we leave, I will write the location of my family's heirloom there. Now I see upon your face the question of whether I am lying or not. Such uncertainty is a price of freedom, no? To be unsure of where you go, but to do so of your own mind. That is true freedom. The comfort of the cage is for birds who do not wish to fly, crowning. May your travels upon the gilded road be as fruitful as our first step. Enjoy your freedom while it lasts. Okay, er sagt, wenn sie aufbrechen, schreibt es auf einen Felsen dort. Dann muss ich das nochmal abholen gehen. Okay, er hat es aufgeschrieben. Coven of the Banished. Hallihallo, Sono. Hast du jetzt ein fucking unsichtbares Emote?
Der Hell? Oder hast du einfach eine Leerzeile geschrieben? Hallihallo, wunderschönen guten Tag. Ja, ist die Frage, schaffen wir das, Coven? Oh, jetzt ist keine Pause! No! Auch nicht pausiert. Ach, scheiß! Ja, dann müssen wir erstmal Essen holen. Das ist natürlich blöd. Gib mir mal Essen. Hier ist aber teuer. Da habt ihr Essen. 20 brauchen wir pro Tag. Ugh. Frage ist, will ich das direkt jetzt holen? Ich speichere mal. Und wir gehen mal gucken, ob wir das schaffen. Was ist das Meilenstein erreicht? Ich habe keine Ahnung, was ist Meilenstein erreicht. Ich habe nichts gesehen, Solo von Meilenstein erreicht. Achso. Moment, Solo hat eine Zuschauerserie 3 geteilt. Ich sehe das in meinem Aktivitätsfeed, aber ich sehe im Chat nichts, Solo. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den normalen Twitch-Chat im Creator-Dashboard offen. Ich habe keine Ahnung. Kurz zur Erklärung, was ich sehe. Es ist zwar hochkant normalerweise, aber das hier habe ich. Ich sehe es hier oben. Und bei mir ist hier aber, ne, das ist einfach fucking leer. Diesen Monat 3 aufeinanderfolgende Streams angesehen, eine Zuschauerserie begonnen. Also, ne, ich sehe es hier, aber das ist einfach nichts. Sehr gut. Sehr gut gemacht, Twitch, danke. Ja. Ich habe keine Ahnung. Aber herzlichen Glückwunsch, Solo. 3 aufeinanderfolgende Streams, Zuschauerserie und so. Haben sie jetzt wahrscheinlich neu eingeführt in Twitch, vermute ich mal. Ich würde mal vermuten, hier gibt's Untot. Oh, scheiße. Da sind Necro-Servant. Nope. 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 Load Campaign. We go back, guys. We don't want this. Okay, das war ein schlechter Trade. Halten wir das mal fest, aber der Trade ist ein Trade. Scheiße. Hier, nehmen wir das. Deliveren. Da drüben hin. Let's go. Ach, fuck, ey. Ja, das Necro-Servants, also ich würde sagen, in unserem aktuellen Stand kann ein Necro-Servant unsere komplette Party wipen. Oh, das ist schlecht, glaube ich. Many Cutthroats, one Outlaw. Das könnte noch machbar sein, wenn wir die zahlenmäßige Übermacht haben. Und die haben keine Range, glaube ich. Also bis wenn es Nacht. Wir haben hier überhaupt keine Höhenvorteile. Warte mal, bis sie alle ein bisschen rankommen. Hm. Ja, ja. Die können stunnen, das ist eklig. Ja. Kann ich den Step hier machen und hier anfangen reinzugehen? Der ist halt doof. Ah, da könnte ich aber direkt Code opfern, wenn ich Pech habe. Wir machen den hier. Und verteidigen uns erstmal hier schön. Du könntest Shield splitten. Immer so weit kommen. Ihr müsst 2 Steps machen. Kann aber immer noch zuschlagen, wenn wir hier ransteppen. Und wir wollen mit dem ja eh Shield wollen. Deswegen. Ja, wir können ja versuchen, ne, einfach zu hitten, weil wir Dinge haben. Du gehst nochmal hier rüber. Um da dich mit bereit zu machen. Du hast keine Shield Wall. Du gehst auch mit hier rüber. Shield Wall, damit der einen besseren Stance hat, für den Leute, falls das herankommen. Shield Wall. Ja, und du machst noch einen Schritt nach oben. So. Shield Wall. Kommt ran. Ne meint? Okay, wartet jetzt einfach alle, ne? Außer der in der Mitte, der geht rein. Okay, dann kann ich den verprügeln. Hoffentlich. Hm. Könnte ich natürlich versuchen, da einfach rein zu steppen und dann auf den einzuprügeln, aber das würde ich glaube ich nicht. Und Siegfried the Gambler. Ne, wir warten mal, vielleicht kommen sie ja. Ja, der kommt ran.
Never mind. What? Come on! Alter! Roll 2. Also es war ein 39er und ein 58er für die Köpfung von dem Shit. Alter Vater. Ja, das ist jetzt ein Problem. Eventuell werden wir hier... Ach, wir können nicht mal... Wir kriegen nicht mal Distanz rauf. Das hier ist richtig schlecht, weil wir den kriegen den hier nicht wieder raus. Niemals kriegen wir den wieder raus. Knut, halt den mal auf. Das ist also, die Hits sind hier leider nicht auf unserer Seite, sind wir ehrlich. Sind wir ehrlich, die Hits sind nicht auf unserer Seite. Tauschen die Schweine. Er war fast tot, die Sau. So viel zur Überzahl, by the way. Ne? 49. Wir haben überall nur 59. Komm schon. Ja, hier muss eigentlich tot sein. Jetzt tauschen die wieder. Ich krieg einen Anfall. Warum hat ihr schon all diesen Switch-Fähigkeit? Aua. Aua! Don't do this to me! Zwei Leute gekillt. Komm schon. Nicht gut. Nicht gut. Das sind drei Leute schon tot. Das kann ich nicht machen. Also das wirft mich so weit zurück. So kann ich das nicht spielen. Wir müssen anders laufen. Oder wir müssen halt wirklich ausweichen. Wir müssen ausweichen. Wir können diese nicht verorten. Ich will das trotzdem annehmen. Wenn ich jetzt direkt hier draufklicke, laufen wir trotzdem die Straße lang, ne? Weil es genau das gleiche in Grün ist. Vielleicht mal über Sandfels laufen. Aber dann biegen wir, glaube ich, nicht rechtzeitig ab. Ich glaube, hier irgendwo kommen die Nomads, ne? Ja, genau. Ja, dann wir laufen mal zurück, ne? Tschüss, hören ab. Lauf einfach mal hier durch die Wüste so, querfeld ein. Haben sie hoffentlich keinen Bock mehr. Die verfolgen es halt immer noch, ne, die Schweine. Das sind ein paar Lutscher, ey. Paar Lutscherdore. Also die haben uns gerade hart verprügelt. Das ist das Problem, was ich so habe, wenn ich nach Süden oder nach Norden gehe. Also, da tut weh. Die haben auch gefightet eigentlich vorher. Was? Die haben ja gerade nach einem Fight erwischt? Kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, ey. Aber anscheinend. Also die waren so heftig drauf, dass NPC-Gruppen nach einem Fight keine Verletzungen oder irgendwie reduzierte Armor oder HP davon tragen, finde ich ein bisschen gemein. Also die spawnen einfach immer mit vollen Rüstung, voller HP. Ist ein bisschen gecheatet hier vom Spiel, ne? Muss ich mal anmerken, dass die nie irgendwie was abkriegen davon. Wo sind eigentlich unsere besten Preise aktuell? Kronkog. Fanden die gar nicht witzig. Am Ultra-Fehlbeziehung verloren, holy shit. Fanden die gar nicht witzig, dass wir da mit uns mit denen verbinden. War auch nicht smart, hätten wir fighten sollen. War nicht smart, sind wir ehrlich. Okay, hier ist irgendwie gerade schlecht. Wir brauchen aber Essen. 60 ist immer noch okay. 22 haben 2 Tage sozusagen. Was hier? 470. Tag nach Nordosten. Ja, let's go. Oh. Das ist mehr als ein Tag nach Nordosten. Dann werden wir vielleicht nochmal das andere Essen auch noch mitnehmen müssen hier. Was ist da? Will ich hier noch? Ich glaube, ich hätte das ganz gerne noch. Um das dir zu geben. Damit wir uns einen Vorteil gegen einen starken Gegner verschaffen können, im Zweifel. Wir brauchen nämlich immer noch normale Schilde, ja. Wir brauchen noch normale Schilde.
Für 117 kann man hier eins kaufen. Der Gravedigger haben wir jetzt schon. Ja, dann kriegst du das, weil du stehst noch ganz vorne in der Reihe. Da wird man eine ordentliche Shieldwall bauen können. Ja, dann auf nach Sudobusch. Wir brauchen halt wirklich eigentlich Rüstungen. Das ist das, glaube ich, womit es am meisten hapert gerade. Den sollten wir, glaube ich, weglaufen, weil wir auf der Straße sind. Oh. Ja, ja. Jagt ihr die? Ihr jagt die, ne? Okay, ihr jagt die aber. Wir machen mit. Let's go. XP und so. Wir machen mit. Die Militia sollte das schon alleine ziemlich gewinnen. Deswegen machen wir mit. Da ist schon ein Hund drauf. Let's go. Wir versuchen ein bisschen XP und Loot hier mit abzustauben einfach. Der Hund... Oh. Ja, wenn der Hund jemanden killt, kriegen wir übrigens auch XP. Weil Hunde wohl die XP für alle verteilen, die dabei sind. Hab ich gelernt letztens. Der wird einen Step ran machen wollen und uns pieksen, ne, hier. Der da. Step, pieks, pieks. Frage ist, ob der Hund überhaupt noch jemanden tötet. Ja, der, vielleicht hat er andere Probleme als uns zu pieksen. Hoffen wir das mal. Hey! 23 gegen 8, by the way. Ja, komm schon, töte ihn. Yes! Haben wir schon mal XP und eventuell Loot. Sehr gut. Ja, voll mal, komm rein da. Der wird wahrscheinlich angegriffen von ihm. Sind wir ehrlich? Ha! Verteidigt! Easy. Wir sollten nicht mit denen rangehen, die eh nicht angreifen dürfen. Wie dem da. Sondern mit ihm hier zum Beispiel. Peaks! Puh. Die Armbrustschützen sind fucking neat von denen. Mal ein Stück laufen. Vielleicht ein Stück raus lieber. Die werden hier komplett reinmoven, weil sie nach uns dran sind. Deswegen müssen wir oben rumlaufen. Weil sie hier alles dicht machen werden, da kommen wir nicht durch. Ja. Deswegen müssen wir oben rum, um von oben an die Leute ranzulaufen. Der ist noch dran, oder? Ja, der. Scheiße, dann killt er den. Dann kriegen wir doch nichts ab. Ja. Batz, batz. Tot. Wir lernen also von Hunden, finde ich gut. Genau. Ja, Hunde haben die Eigenschaft, dass sie, glaube ich, einfach komplett zu allen Fraktionen gehören, die da zusammenkämpfen. Also die verteilen XP einfach an alle gewinnenden Fraktionen, wenn sie Kills machen. Ja, du bist irgendwie ein bisschen bastelt da oben rumstehen. Ich glaube, wir kommen nicht rechtzeitig dazu, irgendjemanden hier irgendwo was zu machen. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Da hinten ist noch jemand, den können wir angehen. Wir müssten halt komplett außen rum sprinten. Und auf die da gehen, die armen hinten rumstehen. So. Ansonsten ist das beim Spiel so für dich, Cole. Ich glaube, du kennst das Spiel nicht so gut. Du kriegst nur Loot und XP von Kills, die du selber machst. Was ein bisschen ungünstig ist. Ich glaube, der stirbt doch. Ah, wobei. Gehen wir mal hier hin. Mit Sono. Was ein bisschen ungünstig ist. Ja, haben wir eh nicht getroffen. Dann ist auch wurscht. Keine Ahnung. Gehen wir hier hin durch die Backline. Ich bin irgendwie zu langsam im Laufen, gefühlt. Dammit. Einfach. Ach, dammit. Die sind viel zu gut im Hitten, die Miliz. Die Miliz ist zu gut. Und die sind... können sauber... Yo. Die hitten halt alles. Mit das stehen noch zwei, ne? Potenziell noch eventuell... Wobei, ne. Da sind... Ne. 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 Ist geswappt, Alter. Run them down! Hier, bei dem stehe ich noch dran. Wir können mal kurz die Bäume ausblenden, da ist einer. An den ich sogar rankomme. Patz! Wir uns mal hier in den Weg. Und hier in den Weg, haha, damit die nicht rankommen.
Hier komme ich, glaube ich, nicht komplett ran. Dann muss ich mich hier hinstellen. Der Hund macht da auch noch zu. Dammit. Der Hund hat da für mich zugemacht. Die Sau. Aber ich glaube, die Backliner von denen werden ihn trotzdem killen können. Die Backliner werden ihn trotzdem killen können, wahrscheinlich. Machen hier mal noch ein bisschen. Stellen alles zu, damit die nicht rankommen. Da ist einer doch noch rangekommen. Und da sind. Auch Moment, das ist ja auch noch einer von ihnen. Ja, nächste Runde sind die Backliner alle dran. Wir müssen ihn vorher töten. Als ob! Komm schon! Yes! Zweiter Kill. Hihi! Das ist halt fast kein XP. Aber ein guter Helm. Und ein guter Speer. Hat sich schon gelohnt. Damit hat es sich schon gelohnt. Der Speer ist nämlich sehr, sehr viel wert. Für mich vor allem am Anfang. Und ich glaube, mit 55 gebe ich dir auch nochmal einen Speer, damit wir ein bisschen kontrolliert treffen. Du hast noch 85 Fatigue, dann kriegst du auf jeden Fall den Federal Dust. Jetzt haben wir hier einen 60er Helm. Dann hier doch, unser Kultist. Kriegt einen besseren Helm. Du bist kein Kultist, du bist kein Kultist, du bist kein Kultist. Du hast was Besseres, leider. Du bist noch ein Kultist, ne? Ja, hier, let's go. Und noch irgendeinen Kultisten? Nee, ne? Sonst haben wir keine Kultisten mehr. Die passend ausstaffiert werden müssten. So, auf geht's. Das war. Hat sich, glaube ich, nicht gelohnt dafür, dass wir einen halben Tag hinterhergelaufen sind. Aber wir haben wieder einen guten Speer for free gekriegt. Also die Speere. Gefühlt ist das Level 2 Speer schon sehr, sehr viel stärker als der Level 1 Speer. Einfach weil er so viel mehr Damage macht und halt plus 20. Also Speere haben immer plus 20% Hitchance auf den normalen Attacks. Nicht auf der Spearwall, aber auf den normalen Attacks. Was halt. Es möglich macht, Leute mit schlechtem Melee-Skill trotzdem halbwegs zuverlässig treffen zu lassen. Was sehr, sehr viel hilft. Oh, hier gibt's Hunde. Hunde oder Weaponsmith? Ja. Das ist ein Stufe 1 Schwert. Das ist ein Stufe 2 Schwert, aber das ist einfach zu teuer. Nee. Da nicht. Upp, hab ich jetzt richtig geklickt. Gatherer, also ich hätte eigentlich Medical Supplies günstig geben sollen, wenn hier der Gatherer und Roots and Berries, glaube ich, gibt es ja auch zu essen. Also wir laufen immer ein bisschen schneller als Player, als die so. Ich wundere es echt, dass wir noch kein Event gekriegt haben für Kultisten, aber wahrscheinlich haben wir relativ schnell sehr viele Leute gekriegt. Da kriegen wir dann die Kultisten-Events selten, aber ich vermute, dass die was für ein Event kriegt. Events hängen häufig mit den Leuten zusammen, die du hast. Und ich denke, dass das Spiel auswürfelt, wann das nächste Event kommt und wenn das Event dran ist, wer von deinen Leuten ein Event erzeugt. Und dann hast du halt einen entsprechenden Pool. Gefühlt. So, was ist das hier? Wieder über... Ja. About a day to the northeast. Nochmal Nordosten, nach Hallheim. Nochmal nach Nordosten will ich eigentlich nicht, weil das ist da. Echt weit weg. Das hier geht's halt nicht sinnvoll durch. Nee, da bin ich eigentlich nicht so ein Fan von. Habt ihr auf dem Marktplatz was? 103 für Torf. Das hört sich doch ganz okay an zum Handeln. Essen ist ein bisschen knapp. Medical Supplies können wir auch nochmal mitnehmen hier. Ja, brauchen wir immer noch Schilder? Ja, eins wäre schon noch ganz gut. 69 ist auch nicht so teuer. Hier, zack. So. Ja, ein arschteurer Anatomist, ein Wildman und ein Tagelöhner. Nee, danke. Und weiter nach Norden will ich nicht. Dann gehen wir mal nach Sonnenweih und gucken, ob wir dort unser Torf verkaufen können. Let's go. Wir bräuchten demnächst mal wieder Tools and Supplies. Das ist ein bisschen niedrig. Brigands. Many Brigand Thugs. Euch würde ich gerne böllern. Die Goblin Raider will ich nicht... Warum bin ich jetzt von der Weg runtergegangen? Das ist ja absolut eklig. Bleibt ihr hier, ihr Brigand Thugs. Let's go engage. Euch will ich haben. Weil ihr seid ziemliche Opfer wieder und, ne, Opfer brauche ich. In meinem aktuellen Zustand. Opfer brauche ich. Siegfried nimmt da vorne ein. Wir müssen hier, wir machen hier Highground und hoffen, dass sie, dann werden die schon irgendwann zu uns kommen. Irgendwann kommen die schon zu uns. Ja, da fangst du doch schon an damit. Das ist doch sehr gut. Eigentlich will ich ja mit Sono schon hier vorne, weil der den guten Speer hat. Der soll schon ein bisschen fighten. Damit habe ich mit dem, glaube ich, schon beendet, ne? Dann gehst du erstmal da.
nicht gut aufgestellt, die gesamte Runde. Das ist aber auch eine echt merkwürdige Option zum Aufstellen, die wir hier haben. Aber wir haben dann auch wieder die Überzahl, ne? So, du hast ja eigentlich Reichweite. Deswegen stellen wir dich erstmal dahin. Tja. Keine Ahnung. Wenn wir den guten Speer hier hinstellen wollen, müsste der dann weg. Und stellen wir dich mal mit hier hoch. Die stellen wir mal eins zurück, da kommst du nämlich dann da hoch. Der Knut kommt da raus. Dann gehst du da hoch. Perfekt. Du gehst hier runter. Das ist schlecht, weil die laufen halt hier rein, ne? Dann stellen wir dich hier hin. Mit zwei Knuts? Sehe ich das gerade richtig? Hallo. X. So, damit die uns nicht seitlich angehen. Wir werden hier einfach dicht machen. Doch ran, haha. Hier komme ich nicht ran. Ich glaube, du bist nächste Runde nochmal dran, bevor irgendwas passiert. Und du gehst hier hoch. Für den Fall der Fälle, dass die hier irgendwas tun wollen. Vielleicht packe ich dich lieber hier hin. Also Ben ist ja schon eigentlich einer unserer Besseren mit 58, ne? Und Iron Lungs und so. Der sollte eigentlich schon mitfighten. Der hat auch eine gute Rüstung. Oh. Die scheinen jetzt aber alle hier unten so reinzukriechen, dass hier oben nichts passieren wird. Ich gehe mal hier hin. Ja, du bleibst mal da. Du bleibst mal da. Nimmst mal das hier ein. Da hilfst du Ben. So, oben, damit du nicht so alleine bist. Das ist schlecht. Also wenn die von unten hoch treffen, ist es immer schlecht für uns. Und das ist auch ungünstig, weil die können es hier auf den 2er Range angreifen. So. Der blutet. So. Und deswegen High Ground. Weil wir dann schön runterpieksen können. Und da hoffentlich nichts gut geht für die. Wenn ich hier hingehe, kann der mich attacken, ne? Das ist das Blöde. Der müsste aber einen Nachteil kriegen, wenn er jemanden in direkt dran angreift. Gehst du noch? Ne, du gehst nicht mehr, ne? Dann gehst du jetzt dahin für nächste Runde. Will nicht runtergehen. Weil du musst dich verteidigen dagegen. Du fängst den hier an zu pieksen. Ah, 58, 68. Den gestunt, dann können wir den hauen. Und du fängst den hier an zu pieksen. Dammit, das hat gerade nicht gereicht. Hier ist ein Hit, sehr gut. Geh mal eins zurück, damit ich hier hochkomme, damit ich nicht mehr den Nachteil habe. Ich hoffe, dass er das tanken kann da vorne. 57, 67. Schade. Das ist schlecht. Also den hittet ist nicht gut. Okay, die haben keinen Bock mehr. Das ist sehr gut. Ja, ich hätte nicht nach vorne steppen sollen. Das macht mir gerade arge Probleme, glaube ich. Du bist noch da, ne? Und hast noch Lust. Ja, du gehst auf Duell. Ja, das ist natürlich shit doof. Versuch mal. Ah, er rennt. Sehr gut, dann können wir ihn einfach weiter duellieren. Machen den hier. Sehr gut. Zack. Brauchen dich, glaube ich, hier oben. In der Zukunft. Und dich auch. Verteidigen. Das ist das gefährlichere von den beiden. So, du bist immer noch nicht am Rennen, ey, die Sau.
Sehr gut, ihr kauft den da oben an, weil er den besser hitten kann. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Egal, wie rum ich jetzt laufe, hier stehe ich unten. Ich glaube, ich will lieber hier rumlaufen für nächste Runde. Schade, kein Ausdauer mehr. Der mit. Der hat immer noch Bock, ne? Der verteidigt sich ja noch. Der hat keinen Bock mehr. So, jetzt machen wir hier den Step hoch und pieksen dich. Sehr gut, der rennt weg. Das ist geil. That is huge. Huge. Ah, getötet kriegen wir nicht. Wir können auch einen Step ran machen. Doch, kriegen wir. Easy. Jetzt hat der nur noch einen Hit. So, und der rennt auch. Der ist tot. Sehr schön. Sehr geil. Ohne große Verluste, keine Verletzungen, nur ein bisschen HP. Perfekt. Loot auch gekriegt. Ein Schild. Sehr gut. Schwerter. Sehr, sehr hilfreich. Sehr, sehr hilfreich. Das war nice. Und inklusive ein Level-Up. Siegfried, der Gambler, kriegt hier plus 3 auf jeden Fall. Ich glaube, Fatigue sollten wir ihm ein bisschen leveln. 88 ist halt echt wenig. Ich würde auch ein bisschen besser gerne hitten, aber plus 2 ist halt shit. Plus 2 ist halt echt shit. Aber wir brauchen die Fatigue, glaube ich, sonst wird er nie irgendwas tragen können. Kolossus, 2 Frontline. Und dann haben wir Knut. Plus 3, plus 3. Let's go. Und plus 3 HP, I guess. Kolossus. Mit 58 ist er einer unserer besseren Hitter dann sogar. 58 ist der, kriegt sogar direkt hier mal, guck mal, kriegst direkt nochmal einen besseren Hut. Damit du dich da freuen kannst. So, ein Schwertchen. Will ich jemand ein Schwert geben? Hier wahrscheinlich, statt dem da, damit du besser triffst. Weil Schwerter haben wir plus 10%, ne, das sehen wir hier. Plus 10% Hitchance. Während so ein Knüppel hat leider keine extra Hitchance. Deswegen Schwert. Hier haben wir eine Stufe 2 Pflege, die sind auch ganz geil, weil sie extra Hitchance auf den Kopf kriegen und dazu noch weniger Abzug gegen Schilde kriegen, weil sie um Schilde rumschlagen können. Das wäre tatsächlich eine Überlegung, jemanden zu geben, der eh schon ganz gut hitten würde. Dann können wir nämlich mit Kopftreffern Leute insta töten. Mache ich jetzt auch mal nicht. Hätte gerne noch ein bisschen besseren Pflege. Hier geht ja gar nichts. Wir warten mal kurz bis Tages. Wir ruhen uns mal aus. The prestige and the renown of the Siberius workers is growing. Everywhere you go, people are looking to join. And not just sellswords, but followers who may be of other use. Also jetzt können wir hier oben, das ist gerade die Nachricht. Ne, nicht Camp. Doch Camp schon, aber Moment. Da, Retinue. Dass wir jetzt hier den ersten Slot haben, wo wir hier was kaufen können. Aktuell ist nur das Scavenger. Der Scout ist schon echt nice. Extra Movement Speed. Kann man, glaube ich, nicht direkt festmachen, ist aber schon gut. So, 100. Kann ich hier das schon verkaufen? Nope. Kaum plus. Wir haben echt viel Essen. Tools 200. Let's go. Gib mir. 65er Rüstung. 65er Rüstung für 100. Ne, wir haben noch ein paar, die Rüstung bräuchten, wie Siegfried oder Knut. Von daher hätte ich die, glaube ich, ganz gerne. Tools haben wir gerade geholt. Ja. Dann kriegst du jetzt eine bessere Rüstung. Dann haben wir noch eine 55er. Also war gar nicht so ein Upgrade, aber EDE wurde EDE und du kriegst noch eine 65er, oder? Vollmer, Erling, let's go. Let's go. Mal gucken, wo wir den Turf noch verkaufen können. Vielleicht in der Reitfeste? Sonnenwehr will anscheinend keinen Turf haben zum Verbrennen. Also, was wir jetzt gerade nicht optimal machen, wir hätten lieber nach Brunnendorf gehen sollen. Wegen der Mission, weil wir keine Mission haben gerade. Aber ich wollte halt hier 126. Da machen wir jetzt ein bisschen Plus. Da machen wir ein bisschen Plus. Hier hätten wir ein Schild für 16. Das ist ja richtig gute Preise. Was ist denn hier los? Das ist ein richtig guter Preis. 16er Schild? The fuck? Warum kostet es nur 16? Ich hab's verkauft! Ich habe auf die falsche Seite geguckt.
Alter. Ich wundere mich gerade, wo der Preis so niedrig ist. Ich bin so ein Boosted-Ding. Holy shit. Oh Mann, ey. Ja, den Spot habe ich verdient. Oh Mann. Ach Scheiße, 250 hier nochmal für eine 80er Rüstung oder 800 für eine 130er. Ich glaube, die 250er werden wir brauchen.